Was glauben Sie, woran liegen die Probleme mit der deutschen Einheit heute? Weil die Umfragen ja immer unterschiedliche Sichten hergeben. Ich finde das ja nicht so schlimm. Es sind eben unterschiedliche Sozialisationen und wir müssen einfach lernen, damit zu leben. Ja, aber ich habe noch immer, aber ich sehe es natürlich, ich bin ja Protestant. Sie haben mich ja am Anfang gefragt, wie das mit meiner Kirche ist. Und die Protestanten sehen eigentlich die Fehler zunächst einmal bei sich selber. Wir gucken mehr nach dem Splitter im eigenen Auge als nach dem Balken im anderen. Das ist in der politischen Auseinandersetzung, muss man das manchmal ein bisschen weglegen. Da heißt natürlich, ja klar, ja Logo, so ist der Wettbewerb. Sie können im Fußball auch nicht aufs eigene Tor schießen. Da können Sie Torschützenkönige werden, aber Sie werden beim nächsten Mal nicht mehr aufgestellt, nicht? Aber jetzt im Ernst, und wenn man da ist, für mich immer noch, dass wir im Grunde denken, und das machen wir heute mit den Osteuropäern ganz genauso. Richtig. Ja, gut, ihr müsst erst einmal noch so weit kommen, wie wir schon lange sind. Strengt euch mal an, oder ich kann es jetzt mal auf Alemannisch oder Badisch-Schwäbisch sagen. Hallo, wir haben auch 40 Jahre lang für unseren Wohlstand schaffen müssen. Jetzt müssen die halt auch erst einmal, bevor wir alles zahlen und geht jetzt alles Geld da rum und überhaupt dieses Wir und Dir. Und wissen Sie, was das Allerschlimmste daran ist? Die Unterschiede zwischen Ost und West in Berlin sind nach allen Umfragen über Jahrzehnte härter gewesen als zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Ja. Es waren ein geringerer Anteil von Westberliner in Ostberlin als von Westdeutschen in der DDR. Richtig. Noch 20 Jahre nach dem Fall der Mauer. Und das habe ich den Berlinern, ich bin ja Ehrenbürger, gesagt, so benimmt man sich nicht als Hauptstadt. Ja, ich will Ihnen was sagen, einen alten Westberliner können Sie eher totschlagen, bevor der nach Ostberlin zieht. Und einen alten Ostberliner müssen auch totschlagen, bevor der nach Westberlin zieht. Ich verstehe es nicht. Aber da stoße ich auf dieselben Fronten.